Hallo Welt, da sind wir wieder. Ein bisschen zurückgeworfen worden. Oh, sollen wir uns das doch mal angucken, was es hier so gibt? Ja, wir haben aus irgendeinem Grund gesagt, wir machen sowas nicht, weil es nichts war, oder wie? Ach, Spielersuche beginnen, okay. Ja, jetzt sind wir reingeraten zum, weiß ich nicht wie oft, wievieltsten Mal. Ach ja, gut. Du bist gerade auf Spielersuche. Drücke F, um sie abzubrechen. Kann man nicht auch selber irgendwie einen Raum erstellen? Oh. Nein, war wohl nichts. Also selber einen Raum, wenn man ein paar Kollegen hat, ob man da selber so einen Surfer irgendwie machen kann. Ohne andere. Aber ich finde es jetzt eigentlich nicht so störend mit den anderen. Wenn die sich vernünftig verhalten, ist das ja kein Problem. Achso, ich bin bereit. Genau. Zu dritt. Oh, vielleicht sollten wir so etwas doch öfter machen. Da haben wir doch unser Pferd herbekommen damals. Ja, aber das mussten wir, glaube ich, machen. Das gehörte irgendwie zu der Aufgabe. Wir machen das ja alles jetzt nur noch mal, weil es jetzt nach dem Update nicht mehr so stark ruckelt. Und ich guter Dinge bin immer noch. Also, wir können uns durchaus jetzt auch zur Wehr setzen. Klar, wenn es nicht mehr so ruckelt, können wir auch mal was treffen. Und dann ist das auch nicht so ein Stress. Wenn man da irgendwo reingerät. What? My stolen property. Well, ain't much I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish. Howdy. How do? I pay your goddamn wages, me and folks like me. I'm sorry, Mr. Arnsdale. Really, I am. But there ain't nothing I can do about this. Now without more support and funding. Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thief. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen. Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No. Not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them and bring them to me just down from Fort Riggs Station, and you will be handsomely paid. Sheriff. Mr. Arnsdale. Oh. Clinton Arnsdale glaubt, dass er von einem gewissen Mr. Bob Crawfish ausgeraubt wurde. Okay. Wurde er aber vielleicht gar nicht. Schalte seine Söldner aus, überwältige Crawfish. Und sie müssen, und sein Gefolge müssen auch am Leben bleiben. Okay. Ich glaube, hier können wir nicht so gemütlich rumreiten. Ich glaube, hier sollten wir uns ein wenig beeilen. Die anderen wissen ja scheinbar schon, wo es lang geht. Warum haben wir immer die Waffe in der Hand? Ich denke, wir sollen die alle so... Ach so, Moment mal. Push in there.
Das Ich habe keinen getötet. Teamleben 0? Fehlgeschlagen. Crawfish Schanzlanger ist gestorben. Ja. Schade. The Upper Montana. We'll lose him on the river. Na ja. Ich wollte so von hinten drauf springen, wisst ihr? Erst auf die Kiste und dann zack aufs Pferd, aber. Wir sind viel zu cool, um sowas zu machen. Wir steigen lieber von der Seite auf. So, fessle die Diebe, bevor sie entkommen. Da brauchen wir unser Seil hier. Das ist kein Dieb. Das ist, der gehört zu uns, der Blaue. Da unten, der mit dem Hut, der Weiße, das ist der Dieb. Der schießt ja immer, der soll den nicht erschießen, der soll den nur fesseln. Ach, da ist so ein Typ dabei, der das nicht versteht hier oder so. Warum können die anderen eigentlich so schnell losrennen und wir brauchen immer ein bisschen Zeit? Die haben die viel schnelleren Pferde. Welchen schnappen wir uns dann? Ja, okay, das auch noch. Also sowas braucht man dann auch gar nicht zu machen. Wer hat denn diesen Blödsinn sich ausgedacht? Da, unser Lager ist wieder da. Sehr schön. Schnell hin. Oh, jetzt ist er wieder ganz woanders. Naja, egal, aber Hauptsache er ist da. Ganz woanders, aber da ist er. Mama mia. Ja, jetzt sind unsere Sachen auch wieder alle weg. Und was ist das denn hier? Wo haben wir denn diesen Blödsinn hierher? Ach, da habe ich echt... Langsam habe ich da echt keine Lust drauf. Jetzt habe ich mich endlich dran gewöhnt. Ich will das hier nicht. Jetzt habe ich mich endlich dran gewöhnt, dass hier der Bogen ist. Das geht ja nur noch schief jetzt. Ja, das ist nichts. Warum? Warum ist das so? In jedem Titel kann man doch auf 1, 2, 3 die Waffen legen. Was haben wir denn hier? Auf 1 haben wir so eine blöde... Wirf die weg. Da will ich den Bogen haben oder das Messer oder was. Aber... Doch dieses dämliche Ding nicht. Ah, hier wird man aggressiv bei dem Ding. Also, ich... Hör bald auf. Ach, echt. Naja, wenn wir den Kochtopf haben, dann wird alles gut. Da, jetzt. Ah.
Ich dachte, vielleicht ist das ja gut, aber nachladen können wir auch nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Scheiße. Schade. Waffen auf Pferd, Tab. Waffen auf Pferd. So. Und Waffen auf Pferd, so. Jetzt haben wir uns einmal dran gewöhnt, dass es da ist. Es dauert doch Jahre, bis wir uns da umgewöhnt haben. Ach so, habe ich mich wiederholt schon. Ja, ja, ist auch schon so langsam wieder Ende der Aufnahmesitzung hier. Ich merkte schon, war heute sowieso, ich war sowieso ein bisschen neben der Spur und alles. Ja, ich freue mich mittlerweile nicht mehr besonders drauf hier. Am Anfang habe ich mich sehr gefreut darüber. Aber hier kann man ja nicht sehr viel machen. Und dann ruckelt es auch noch immer. Jetzt, man könnte so schön jetzt nachlegen, aber das liegt nicht an meinem Rechner. Dann, wenn das an meinem Rechner liegen würde mit der Ruckelei, könnte man ja sagen, dann schrauben wir die Grafikeinstellungen, drehen wir mal ein bisschen runter oder so, aber das will ich gar nicht. Das ist von Nvidia ja so eingestellt worden hier. Eigentlich mit allem, was ich da rumfummel, kann ich es ja nur schlechter machen. Die kennen sich ja aus. Könnte man sagen, dreh die Grafikeinstellungen runter, damit das nicht so ruckelt. Aber dann würde es beim Ruckeln doch so sein, dass es, wenn dieses Standbild kommt, ja, jetzt ist ja nichts. Wenn das Standbild kommt und es läuft dann weiter nach 5 Sekunden, dann müsste das Tier ja ganz woanders sein. Aber da es da immer noch steht, liegt das Ruckeln ja nicht an meinem Rechner. Also so als Vergleich jetzt mal bei Fallout 76 kann man das sehr gut sehen. Wenn es da ruckelt, dann sind auf einmal die Verbrannten an einer ganz anderen Stelle. Und das mag dann an meinem Rechner liegen, ja, ja. Aber genug davon. Denken wir mal lieber dran, wie wir an unser Lager kommen und dass wir das da vielleicht doch noch erwischen. Muss ich ja nicht unnötig quälen, das arme Ding. Da! Ah, ach ja, richtig. Wir sind ja rausgeschmissen worden. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht kann man ja doch irgendwie so einen eigenen Raum erstellen. Ja, warum eigentlich nicht? Haben wir noch nie ausprobiert. Was ist denn hier los eigentlich? Was ist denn... Warum ist denn das hier so glatt? Alles rasiert hier. Oh, jetzt ist es gar nicht mehr so glatt.
Aber so ist das ja auch nicht schön, was ich jetzt hier gerade sehe. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn jetzt passiert auf einmal? Weil ich über die Grafik gerade geredet habe und über die Ruckler. Ach so, ist das Sprachaktivierung. Jetzt geht's wieder. Nein, geht nicht. Das Gras kommt irgendwie komisch. Das wächst irgendwie jetzt komisch nach da hinten. Naja, sei es drum. Oh, hoppla. Jetzt geht's wieder, oder? Nee. Irgendwas ist hier komisch gerade mit der Grafik. Hätte ich mal gar nicht erwähnen dürfen, das mit der Grafik. Oh nein, was habe ich getan? Ich habe einen Fluch ausgesprochen, der uns jetzt wahrscheinlich nie wieder loslässt. Ah, das ist die Sache, jetzt achtet man wahrscheinlich verstärkt darauf. Nanu? Nee, das ist ja grauenvoll jetzt. Das ist ja fürchterlich mit der Grafik jetzt. Was ist denn da los? Der Surfer ist kaputt wahrscheinlich. Seht ihr das auch? Sieht man das in der Aufnahme auch oder sehe ich das hier nur? Matschgrafik irgendwie. Aber dafür ruckelt's nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen Ruckeln vielleicht in Kauf nehmen würde. Warum laufen wir eigentlich hier auf der Straße? Sind wir ein Pferd? Wir können auch die Abkürzung nehmen. Warum haben wir das Messer und nicht das Beil eigentlich? So.
Ja, da sind wir ja schon. Ich hatte Vorfahrt. Endlich. What are you looking for? Bevor wir jetzt irgendeinen anderen Quatsch kaufen, kaufen wir uns sofort das hier. Schaltet Eintopfrezepte frei, die deine Kerne verstärken. Nicht irgendeinen Quatsch kaufen. Ja. Aha, excellent. You know the way to my heart. Da ist da der Suppentopf und in der nächsten Folge wird gekocht. Ich werde aber den Titel vorsichtshalber nochmal neu starten. Und wir sind ziemlich pleite, oder? Mit 16 Dollar kommen wir nicht gerade weit jetzt. Ah, egal. Trotzdem bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare. Anything else, just say the word. Für eure Kommentare und für eure Likes. Wo ist denn der Topf? Hier ist der Topf. Eintopfqualität einfach. Warum einfach? Einfacher Eintopf. Nehmen. Na, das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.